Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder im Wald unterwegs und heute gibt es den nächsten Teil von meinem Outdoor-Adventskalender, Tipps und Tricks. Heute soll es darum gehen, wie man Kraft spart beim Wandern. Was wir uns darunter vorstellen können, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, Wandern ist einfach eine kraftraubende Betätigung. Im Endeffekt ist es halt eine Art von Sport, ein Ausdauersport, der sehr viel Muskelaufbau betreibt und dem man sich auch mit einem gewissen Engagement widmen muss, damit man dabei Fortschritte macht. Es gibt natürlich einige triviale oder einfache Sachen, die man befolgen kann, um sich Kraft zu sparen beim Wandern. Die einfachsten sind natürlich, sich auf die Witterung vernünftig einstellen, damit einem das keine Kraft wegnimmt. Genügend Pausen machen und natürlich auch vernünftig essen. Ja, das sind einfache Sachen. Um die soll es in diesem Video aber nicht gehen, sondern es soll um ein ganz anderes Prinzip der Kraftraubung beim Wandern gehen, und zwar um Bewegungsmomentum. Am einfachsten lässt sich das vielleicht an dem Bild erklären, dass ihr habt bestimmt immer schon mal so einen locker geschnürten und auch gepackten Rucksack gesehen, ja. Wenn da alles immer nach links und rechts beim Wandern hin und her wirbelt, ja, wie bei einem Pendel in einer großen Uhr. Das Bewegungsmomentum ist nun, dass diese Kraft immer im Schwingen ist und dass der Körper, der diese Kraft ja trägt, immer dagegen steuern muss. Ja? Das heißt, wenn das Pendel sozusagen zu weit der Rucksack nach rechts ausschlägt, dann muss ich immer ein bisschen gegensteuern. Dasselbe Prinzip habe ich auch bei meinen Knöcheln. Wenn ich die ganze Zeit nach links und rechts aussteuere, weil ich zum Beispiel über hügeliges Gelände gehe, dann kostet mich das sehr viel Kraft. Deshalb ist es auch kraftsparender, Hochschaftschuhe zu haben, die natürlich einigermaßen fest sind. Das heißt, um uns Kraft zu sparen beim Wandern und dann mehr Strecke zu schaffen oder die Strecke, die wir uns vornehmen, entspannter am Ende des Tages zu schaffen, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft für eine kleine Erkundungsexpedition oder so haben, müssen wir uns Bewegungsmomentum einsparen. Dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt und damit auch Anfängerfehler vermeiden könnt, die viele auf Tour nun mal gerne machen. Tipp Nummer 1 ist natürlich, dass man den Rucksack von Anfang an vernünftig packt. Das ist aber ein eigenes Videothema. Vielleicht komme ich dann demnächst mal dazu auch noch ein Video zu machen. Es geht dabei natürlich im Endeffekt darum, dass das, was von mir beschrieben ist, nicht eintritt. Das heißt, wir versuchen alles Gewicht, das wir im Rucksack zu transportieren, möglichst rückennah, also direkt hier zu haben, anstatt es ganz außen zu haben oder ganz links und rechts. Damit eben das beim Wandern nicht passiert, dass er nach links und rechts und nach hinten ausschlägt. Weil wir müssen das die ganze Zeit nachkorrigieren mit unserem Rücken. Und das mag am Anfang gar nicht so krass wirken. Aber immer wieder dieses kleine Nachjustieren über 20, 30 Kilometer Wandern, das raubt schon wirklich Kraft. Aber nicht nur den Rucksack richtig zu packen, sondern ihn dann auch richtig auszusetzen. Dafür einfach mal hier oben aufs Ausrufezeichen gehen, ja, wie stelle ich den Rucksack richtig ein. Denn damit spart man sich auch schon viel Kraft über zum Beispiel die Lastenkontrollriemen, dass das Gewicht möglichst rückennah angebracht ist. Ein zweiter Tipp ist eben schon durchgeflossen sozusagen. Ja, es geht natürlich um die Schuhe. Den richtigen Wanderschuh zu finden, ist auch eine kleine Aufgabe für sich. Darüber habe ich auch gerade ein Video gemacht in meinem Outdoor-Adventskalender. Einfach mal reinschauen, hier oben auf dem Ausrufezeichen oder einfach in der Playlist Outdoor Basics. Ja. Im Endeffekt geht es darum, die Schafthöhe ordentlich, dass die den Knöchel gut abstützt, dass man nicht zur Seite abknickt und dieses Abknicken, auch wenn es nicht immer ein volles Abknicken ist, nicht immer gegensteuern zu müssen und sich so Kraft zu sparen. Die dritte Möglichkeit, um vernünftig Kraft zu sparen beim Wandern, ist die Art des Ganges. Ja, viele gehen, auch im Alltag sieht man das immer wieder in Fußgängerpassagen und ähnliches, sehr ungerade. Das heißt, sie spalten die Füße sehr weit nach außen und kriegen so eine Art Watschel-Entengang drauf. Das Problem ist, wenn wir das machen und so nach außen treten die ganze Zeit, dann verschwenden wir Energie, weil wir sie nicht geradlinig nach vorne bringen, sondern wir müssen die ganze Zeit den Körper auspendeln in dieser Watschelbewegung, die natürlich mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Das heißt, wenn ich möglichst effizient wandern möchte, das ist übrigens etwas, was die Ureinwohner gemacht haben und daher kommt auch dieses Wissen, also weite Strecken zurücklegen möchte, dann ist es sinnvoll, sehr gerade zu gehen. Das kostet manchmal, wenn man vielleicht noch etwas anderes gewöhnt ist, etwas Konzentration und Kraft, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und dann wird das Gehen immer einfacher. Ich mache euch das einmal ganz kurz in der Nahansicht vor. Das heißt, die meisten Menschen gehen ja so. Das könnt ihr sehr schön beobachten, wenn ihr mal irgendwo in Fußgängerpassagen den Leuten zuguckt.
Ihr seht, wenn ich so zum Stehen komme, ist ja falsch. Ich soll ja so zum Stehen kommen. Um also möglichst kraftsparend zu gehen, machen wir so. Und kommen auch so zum Stehen. Ich weiß, das kommt einem jetzt wie eine sehr triviale Info vor, aber achtet mal drauf, wie viele Menschen das falsch machen und wie viel Kraft man dadurch beim Wandern einsparen kann. Klar, im normalen Alltag ist es relativ egal, viel Kraft einzusparen, aber beim Wandern, da macht das durchaus einen Unterschied. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tipp weiterhelfen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein Like da oder schreib mir noch deine Tipps für Energie, effizienteres Wandern unten in die Kommentare. Ansonsten findest du hier links und rechts oben weitere Tipps und Tricks, Videos aus dem Outdoor-Adventskalender und hier unten den kleinen Button zum Abonnieren. Einmal mal draufklicken, denn es kommen noch mehr Videos. Ich sage dann mal tschüss, bis zu den nächsten.